Hallo, mein Name ist Matthias Stein. Ich bin tätig bei der Salvia Gebäudetechnik als Leiter Digitalisierung und heute zeige ich euch eine unserer Mitarbeiter-Apps. Warum haben wir sie Lukas genannt? Es kommt aus dem Italienischen und bedeutet Luce und Casa. Im Deutschen steht es für Lichthaus. Unsere Mitarbeiter benutzen diese App täglich. Sie buchen darüber ihre Arbeitsplätze oder Konferenzräume. In den gebuchten Räumen können Sie dann das Licht steuern, die Jalousie oder das Klima beeinflussen. Unsere Mitarbeiter sitzen quasi täglich an unterschiedlichen Arbeitsplätzen. Das macht es in der Kommunikation schwierig, denjenigen zu finden. Deswegen haben wir unsere App um eine Personensuche erweitert. Mit der kann ich jederzeit meine Kollegen im Gebäude finden. Natürlich wird kein Live-Standort an die App übermittelt. Jede Anfrage erfolgt separat. Dann starten wir in unsere Lukas-App rein. Erster Vorteil unserer App ist, wir haben sie komplett mit Office 365 gekoppelt. Das heißt, zum Beispiel beim Onboarding von neuen Mitarbeitern müssen wir keine neuen User in der Serverstruktur unserer App anlegen, sondern sobald die E-Mail-Adresse vorhanden ist, so wie ich sie gerade eingetragen habe, kann sich der neue Mitarbeiter sofort anmelden. Genau, jetzt baut sich die Verbindung auf. Ich befinde mich ja gerade im Gebäude und man sieht sofort in der ersten Spalte hier oben, dass Räume in der Nähe erkannt werden. Ich stehe jetzt gerade im Cubus 1. Das Ganze schwankt je nach Bluetooth-Verbindung etwas, aber hier werden alle Räume in der Nähe angezeigt. In der zweiten Spalte kann ich Informationen hinterlegen, zum Beispiel zu Räumen, zu unserem Besprechungsraum Atlas. Haben wir eine Anleitung hinterlegt, damit jeder Mitarbeiter jederzeit nachlesen kann, wie zum Beispiel der Fernseher funktioniert. In der nächsten Spalte sind meine Buchungen hinterlegt. Heute habe ich ein Einzelbüro gebucht. Und sobald ich diesen Raum gebucht habe, kann ich auch die Jalousie bedienen oder die Heizung verstellen. Jetzt zeige ich euch anhand von unserem Raum, in dem ich mich befinde, einfach mal, wie eine Buchung stattfinden kann. Man sieht, ich wähle den Raum jetzt aus. Unten kommt gleich eine Störmeldung. Zur Steuerung des Raumes wird eine laufende Buchung benötigt. Das ist ein Sicherheitsfeature, das wir eingebaut haben. Man muss sich immer im Raum befinden und eine laufende Buchung haben, um das Licht zum Beispiel steuern zu können. Jetzt buche ich mich für heute ein, ganz täglich. So, der Raum ist gebucht. Ich springe zurück. Es lädt kurz und jetzt kann ich zum Beispiel mal das Licht ausschalten. Ich mache es wieder an, sonst wäre es ein bisschen dunkel. Jetzt sehe ich auch in meiner Übersicht, dass ich den Raum Cubus 1 gebucht habe für den ganzen Tag. Wie schon angesprochen, zeige ich euch jetzt das Thema Personensuche in unserer App. Ich klicke auf die Person, wähle meinen Kollegen aus, den ich finden möchte, klicke unten auf Anfragen. Auf dem Zweitgerät, was neben mir liegt, wird mir jetzt mitgeteilt, dass ich gesucht werde. Kann jetzt auswählen, ob ich mich in der Nähe meiner Buchung befinde oder über das Bluetooth-Signal werden noch weitere Räume in der Nähe angezeigt. Als Rückmeldung auf meinem Handy kommt jetzt der genaue Standort von meinem Kollegen. Das nächste Thema wäre Störmeldungen. Ich kann von Hand Störungen erfassen, zum Beispiel, dass eine Beleuchtung nicht richtig funktioniert oder dass ein TV defekt ist. Dazu habe ich die Möglichkeit, eine Nachricht zu schreiben, zum Beispiel TV defekt. Kann einen Ort hinzufügen, dann nehme ich den Cubus 1 und kann nochmal ein separates Gerät hinterlegen, in dem Fall auch wieder TV. Und dann klicke ich auf Senden, das Ganze wird abgeschickt, an den Facility Manager per E-Mail gesendet und dann entsprechend bearbeitet. Das war's mit der Vorstellung. Wir haben euch verschiedene Mehrwerte für Nutzer und Betreiber gezeigt. Wir arbeiten immer weiter an unserer App und an unserem Portal. Als nächstes großes Thema wird die Elektromobilität eingebunden. Und damit sage ich Tschüss.